Ihr erinnert euch bestimmt an das Paket, was ich bekommen habe. Mann, ist mir langweilig. Oh, ist mir langweilig. Ich würde so gerne mal testen. Ha! Heute probiere ich den Double-Clicker aus. Kamera, film mal kurz nach oben. Sehr gut, der Klicker funktioniert. Jetzt probiere ich es an meinen Tieren aus. Komm, Jungs. Der Klicker wurde so entwickelt, dass es immer ein gleichbleibendes Geräusch bleibt. Wenn ich jetzt mal einen schweren Tag hatte nach der Arbeit, bin so ein bisschen angenervt und kann dann nicht so mit meiner Flötstimme rumflöten, wird das Tier vielleicht sich keine dolle Mühe geben. Wenn der Klicker aber gleichbleibend klingt, egal wie gut oder schlecht gelaunt ich bin, weiß er jedes Mal, der hat es genau in diesem Moment richtig gemacht. Zum Beispiel groß machen. Fein. So kann man ein Schwein zum Klickern erziehen. Das ist Cut auf Befehl. Smart. Komm hier. So. Hi. Und der Smarty soll den Ball schubsen. Und Rocky will mitspielen. Smarty. Und jeder Schritt vom Klicker wird belohnt. Ball. Gut. Der überlegt jetzt. Schubs. Prima. Jetzt sagt er sich, dafür habe ich einen Klicker bekommen. Ich gebe jetzt den Ball. Hi. Super, Smarty hat es begriffen. Der Trick mit dem Klick. Smarty ist dahinter gekommen. Hi. Super! Hier, mein großer. Nee, das darfst du nicht haben. Und so kann man aus dem Minischwein einen kleinen Ballack machen. Smarty, 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 Smarty. Nee, richtig schön. Super, fein! Wie eben passierte, dass das Ding runterfällt? Plump? Und man achtet nicht drauf, man hat es ja nicht gehört auf der Wiese. Man latscht da einfach drauf. Guck mal, so der Hund da drin, der beobachtet, dass ich den Klicker nicht kaputt mache. Ja, ja, du darfst auch gleich. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, das Einzige, was passiert, dass es knackt. Und mein Problem ist immer, grüne und blaue Klicker finde ich im Gras nicht mehr wieder. Und der ist so toll farblich gekennzeichnet, dass ich den wiederfinde. Und da ist gar nichts, außer dass ein Grashalm drin hängt. Das ist auch geil. Der Grashalm ist hier oben und nicht hier irgendwie im Klicker drin verschwunden. Und da ist auch kein Sand drin und nichts, weil es einfach super ist. Cool. Liegt prima in der Hand. Und bei den anderen Klickern habe ich immer das Problem, dass meine blöden Leckerlis immer da drin verschwinden. Und dann kann ich die Dinger nicht mehr benutzen. Das nervt. Und die rosten auch schnell, wenn ich mal nasse Finger habe. Und bei den Nasenbären habe ich das Problem, dass die Dinger viel zu laut klicken. Und die haben wir lauten und die haben wir drin für schüchterne Tiere leisen. Das ist prima. Und ich verliere die immer. Hier habe ich eine Schnur drum. Kann ich nicht verlieren, kann ich mir auch hier rumschnüren. Das ist prima. Finde ich richtig cool. Guck mal, da kann man nämlich so machen. Und wenn es wieder heißt, Mensch, wo ist der Klicker? Dann meine ich nicht, wo ist er denn? Nee, dann sage ich, hier, hier ist er, cool. Und ich muss meinen Finger nicht irgendwo rinquetschen. Nee, hier oben ist ein Knopf, wo ich ganz genau weiß, da muss ich drauf drücken. Du kannst deinem Tier irgendwelche Faxen beibringen. Vom bei Fuß gehen bis Ball stupsen. Obedience hast du nicht gesehen. Auf den Baum drauf springen. Smarty springen auf den Baum drauf. Nee, macht er nicht. Ist alles mit so einem Klicker möglich. Weil er klingt ja immer gleich. Also man kann mit so einem Ding extrem viel Spaß haben. Mein Fazit zu dem Doppelklicker von Kali: Handhabung top, Haltbarkeit top, Design und Aussehen top, Spaß und Lerneffekt top. Doppelklicker von Kali gibt es jetzt im Handel. Viel Spaß beim Klickern. Bis Testjahr!